Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei uns in der Arbeiterkammer Wien. Ich darf Sie alle ganz herzlich willkommen heißen beim 47. Stadtgespräch, das wir als Arbeiterkammer Wien gemeinsam in Kooperation mit der Stadtzeitung Falter veranstalten. Ich darf mich ganz kurz bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Barbara Theiber. Ich bin die Vorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten Druckjournalismus Papier, GPADJB, und habe heute die ehrenvolle Aufgabe, die Renate Anderl, unsere AK-Präsidentin, zu vertreten. Ja, als stellvertretende Hausherrin freut es mich wirklich sehr, dass so viele Kollegen und Kolleginnen unserer Einladung heute gefolgt sind zu unserem heutigen Stadtgespräch zum Thema die politische Ökonomie des Populismus. Und hierzu konnten wir den renommierten Politikwissenschaftler Philipp Manno, der ein Buch mit demselben Titel letztes Jahr herausgebracht hat, gewinnen. Ja, mit diesem Buch leistet Philipp Manno einen wichtigen Diskussionsbeitrag zur Frage rund um die Ursachen, um die Gründe des Erstarkens des populistischer Bewegungen und Parteien in ganz Europa. Und er zeigt auf, dass Populismus nicht auf die Frage des politischen Stils reduziert werden sollte, sondern dass es um Fragen von gesellschaftlichen und ökonomischen Interessenslagen und Verteilungskonflikten geht. Und erst das Einlassen auf die politischen Inhalte der Programme ermöglichen ein besseres Verständnis der populistischen Protestwahl und von verschiedenen Populismen, die aus spezifischen Problemlagen heraus resultieren. Und aus meiner Sicht kann man am besten die Stärke von Herrn Manos Buch am besten mit seinen eigenen Worten zusammenfassen. Er schreibt: Wer über Populismus reden will, aber nicht zugleich über Kapitalismus, landet meist nur bei Identitätspolitik. Ja, für uns als Arbeiterkammers Gewerkschaft ist es wichtig, in diesem Zusammenhang die Spielräume aufzuzeigen, die es gibt für Sozial-, Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik auf lokaler Ebene, auf regionaler Ebene und auch auf nationalstaatlicher Ebene. Wir sind davon überzeugt, dass eine gerechte Verteilung von Einkommen und von Vermögen nicht nur soziale und wirtschaftliche Vorteile hat, sondern auch das demokratische System festigen. Wir sind davon überzeugt, dass ein gut ausgebauter Sozialstaat für die Sicherheit und auch für die Freiheit der vielen ist und eben auch für eine stabile Demokratie. Es braucht gute Bildungschancen, es braucht hochwertige Gesundheitsversorgung für alle, leistbares Wohnen und Pensionen, die den Lebensstandard auch im Alter sichern. Wir sind davon überzeugt, dass gute Arbeitsbedingungen, gute Arbeitszeiten und gute Löhne und Gehälter auch einen ganz, ganz essentiellen Beitrag dazu leisten, um den grassierenden Rechtspopulismus auch abzuwehren. Ja, als Arbeiterkammer sind wir im engen Kontakt mit der Wissenschaft. Dieser enge Kontakt mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist uns ganz, ganz wichtig, denn wir betreiben Interessenspolitik für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auf Basis von gesicherten Daten und wissenschaftlichen Fakten und sehen darin auch ein wichtiges Momentum in der Auseinandersetzung mit populistischen Strömungen. In diesem Sinne, lassen Sie uns über den Kapitalismus reden und auch darüber, wie die negativen Auswirkungen des Kapitalismus quasi gebändigt werden können, damit ein gutes Leben für die vielen und nicht nur für wirtschaftliche Eliten möglich ist.
Zum Abschluss darf ich die Gelegenheit nutzen und an Sie, wertes Publikum, noch einen Appell richten. Ich hoffe, Sie haben es schon mitbekommen. Wir starten in den nächsten Tagen in Wien mit der Arbeiterkammerwahl. Vielleicht hat der eine die andere von Ihnen auch schon ein Wahlkuvert nach Hause gesandt bekommen. Meine ganz, ganz große Bitte an Sie ist, bitte gehen Sie wählen und machen Sie von Ihrem wichtigen Wahlrecht Gebrauch. Gerade in der aktuellen Zeit, in der wir mit einer Bundesregierung konfrontiert sind, die, ich glaube, das kann ich auch hier in diesem Rahmen sagen, durchaus sehr, sehr einseitige Politik im Interesse der Wirtschaft, der Arbeitgeberseite macht, ist es ganz wichtig, die Arbeiterkammer auch zu stärken. Gerade die letzten Debatten rund um den Karfreitag oder auch Verschlechterungen bei der Rot-Weiß-Rot-Karte, die zu Lohndumping führen werden, sieht man, dass bei den Entscheidungen auf politischer Ebene die Interessen der unselbstständig Beschäftigten nur ganz, ganz wenig bis gar nicht berücksichtigt werden. Also drum noch einmal bitte mein eindringlicher Appell an Sie, gehen Sie wählen und stärken Sie die Interessensvertretung, die gesetzliche Interessensvertretung der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mit Ihrem Stimmrecht. Ja, aber zurück zu unserem heutigen Stadtgespräch. Sehr geehrter Herr Professor Mano, wir freuen uns wirklich auf Ihren Vortrag. Er liefert sicher wichtige Erkenntnisse, wie das gegenwärtige Phänomen des Populismus zu verstehen ist oder auch zu beantworten ist. Und in diesem Sinne dürfen wir uns auf ein spannendes, auf ein anregendes Stadtgespräch freuen. Vielen Dank Ihnen vorweg auch schon fürs Kommen und ich darf an unseren bewährten Moderator Peter Huemer übergeben. Vielen Dank. Ja, einen schönen guten Abend. Populismus, wie Sie alle wissen, ist ein wichtiges Thema der Zeit. Und daher werden wir heute Abend auch wiederum darüber sprechen und wieder unter einem anderen Aspekt als bei früheren Gesprächen. Philipp Mano ist Politikwissenschaftler, Professor an der Universität Bremen. Er ist Autor zahlreicher Bücher und sein bislang letztes trägt den Titel »Die politische Ökonomie des Populismus« und ist in der Edition Suhrkamp erschienen. Professor Mano wird jetzt zunächst referieren und dann folgt unser Gespräch. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die sehr freundliche Einladung an die Arbeiterkammer hier. Ich freue mich über das sehr zahlreiche Kommen. Dass ich hier mit dem Smartphone hier vorne auftrete, hat den einzigen Zweck, ein bisschen Zeitkontrolle zu bekommen, damit ich nicht zu lange rede, damit wir dann noch ein ausgiebiges Gespräch haben und dann sollen ja auch Publikumsfragen noch, für die auch noch Zeit sein. Insofern möchte ich auch tatsächlich nur maximal 15 Minuten ganz kurz sagen, einführen ins Thema. Wir wollen quasi 2 Stunden uns jetzt unterhalten über Populismus und dann stellt sich erstmal die Frage, was ist Populismus? Ja, Definitionsfragen finde ich immer extrem langweilig, sehr trocken häufig. Ich blätter da schnell rüber manchmal in Büchern. Aber ich glaube, in diesem Fall müssen wir uns vielleicht ganz kurz, damit wir ein gemeinsames Verständnis haben, tatsächlich auch mit der Definition etwas auseinandersetzen. Vor allem, weil das Konzept selbst hochgradig umstritten ist. Populismus ist auch ein politischer Kampfbegriff. Es ist auch eine Möglichkeit,
politische Positionen zu delegitimieren. Und insofern ist es sehr, sehr schwierig, daraus einen analytischen Begriff zu machen, mit dem man halbwegs, ja, halbwegs nüchtern analytisch umgehen kann. Insofern kommen wir so ein bisschen um diese Definitionsfrage nicht herum. Also, zumindest den Gebrauch, den ich jetzt ganz kurz von dem Begriff selber machen möchte, zielt auf unkonventionelle Wege, also eine Strategie der Machterlangung. Das ist eine Definition von Kurt Weiland, der sich hauptsächlich mit Populismus in Lateinamerika beschäftigt hat. Also eine Strategie, die sozusagen eingefahrene Wege, institutionalisierte Wege demokratischer Legitimation, Repräsentation umgeht, die eher auf starke Führungspersonen mit Charisma lenkt und eine enge Beziehung zwischen dieser Führungsperson und einer mobilisierten Masse etabliert und die gleichzeitig eben die die etablierten Repräsentationswege in Demokratien delegitimiert, gegen sie polemisiert. Also die Altparteien, das Establishment, die Elite. Also das sind sozusagen der Gegner. Teil des Ganzen ist dann eben auch, dass Jan-Werner Müller war ja, glaube ich, vor 2 Jahren hier, das geht stark auf seine Definition zurück, dass die populistische Rhetorik sehr stark absetzt auf eine Gegenüberstellung zwischen eben einem als irgendwie rein verstandenen, möglichst auch homogen verstandenen Volk und irgendwie autistischen Eliten, die die Interessen dieses Volkes vernachlässigen, vergessen haben, die in so einer liberalen Blase leben oder auch tatsächlich auch nur noch Verachtung für dieses Volk übrig haben. Und ein Element, was häufig auch in diesem Zusammenhang genannt wird, ist, dass Populismus selbst eigentlich anschlussfähig ist nach links und rechts mit verschiedenen Ideologien. Das ist wiederum etwas, was eher mit so einem Namen wie Kars Mödde verbunden ist. Der sagt, it's a thin ideology, eine dünne Ideologie, und hat selbst eigentlich nur wenig substanzielle Ausprägungen und lehnt sich eben dann teilweise, also bildet sich eben teilweise auf der Linken und teilweise auf der Rechten ab. Also das ganz grob ist das ungefähr jetzt mein Arbeitsverständnis. Das kombiniert verschiedene Elemente von verschiedenen Autoren. Aber ich denke, damit können wir vielleicht erstmal arbeiten, aber wir werden sicherlich im Gespräch auch nochmal darauf zurückkommen, wie hilfreich das Konzept eigentlich tatsächlich als solches ist oder wie sehr es auch tatsächlich einfach nur ein politischer Kampfbegriff ist. Warum interessieren wir uns für Populismus? Nun, wir interessieren uns für Populismus, weil er so stark geworden ist in den letzten Jahren. Natürlich ist die Diskussion, beginnt schon in den 90er Jahren, aber mit dem starken Aufkommen populistischer Bewegungen, Sie sehen das ja ab 2005 insbesondere, ist natürlich die Frage, was ist da eigentlich los, wie ist das zu erklären, woher kommt das, woher die ganze Wut auf einmal, ist natürlich eine, die uns alle umtreibt. Das sind hier kurz Berichte, die der Guardian berichtet in sehr schönen Schwerpunktreportagen über Populismus und eben eine der Maßzahlen, die hier auch quasi die Dimension des Problems verdeutlichen, ist, dass sich die Zahl derer, die in Europa in Ländern leben, in denen Populisten mit an der Regierung sind, sich innerhalb von 10 Jahren, 20 Jahren, Entschuldigung, verdreizehnfacht hat. So, und warum interessieren wir uns insbesondere auch für Populismus? Naja, weil natürlich auch eine Angst mitschwingt, die ja auch nicht völlig unbegründet ist, dass das ein Krisenzeichen der Demokratie ist, sowieso, aber dass es eben auch demokratiegefährdend ist. Das heißt, dass wir
dass der Populismus selbst eigentlich eine Gefahr für die Demokratie darstellt. Das ist jetzt hier eine Grafik, die aus einem neueren Beitrag von Ökonomen entnommen ist, wie das Ökonomen dann gerne mal so machen, einfach mal 1600 Regierungen untersuchen, über 60 Länder, über 120 Jahre und einfach mal schauen, was passiert denn, wenn Populisten an der Regierung sind und unterschieden nach sozusagen Populisten links und rechts und dann links und versus rechts. Und was man eben sieht, hier zumindest als eine grafische erste Veranschaulichung, ja, so etwas wie Demokratiequalität unter populistischer Regierungsbeteiligung nimmt ab und sie nimmt stärker ab, wenn die Rechten regieren, als wenn die Linkspopulisten regieren. Wenn wir ganz kurz uns einfach nochmal verdeutlichen wollen, was sind eigentlich die Ausprägungen des Populismus, und ich glaube auch in dem Gespräch werden wir stärker auf Europa uns kaprizieren und nicht so sehr auf Phänomene wie Modi in Indien, Duterte in den Philippinen, Maduro, Bolsonaro. Also ich vermute mal, dass wir weniger über Lateinamerika oder Asien sprechen werden, sondern stärker über Westeuropa. Wenn wir hier über Europa sprechen, sehen wir eben ja, die verschiedenen Ausprägungen. Sie können jetzt nicht sehen, wer das ist, aber hier quasi auf der Linken haben wir solche Parteien wie Podemos, La France Insoumise, auch die deutsche Linke durchaus oder die spanische, niederländische sozialistische Partei. Hier ist sowas wie Movimento, Cinque Stelle, und hier auf der rechten Seite, also ganz rechts, haben wir eben Rassemblement National oder eben Flams Block, hier sowas wie AfD, Jobbik, oder hier, das ist Fidesz, das ist früher die Forza Italia, heute sind das Lega, PiS und UKIP. Also nur um das, und die Kreise selbst verdeutlichen quasi, das sieht man da oben, wie viel Stimmen, also je größer der Kreis, desto höher die Stimmenzahl. Also wenn wir quasi nach Europa gucken, ist es kein völlig neues Phänomen, also es ist auch schon in den 90er Jahren etwas, eben wenn wir an die Forza Italia denken, aber es ist eben sehr viel stärker geworden, und die Gründe dafür wären, die interessieren uns natürlich alle. Eine Ausgangsbeobachtung, um die das Buch sehr stark kreist und die wir wahrscheinlich auch nochmal gleich im Gespräch etwas vertiefen werden, ist, dass wenn wir uns die europäische Varianz angucken, meine These wäre, wir sollten vermutlich drei verschiedene Konstellationen unterscheiden. Eine südeuropäische, in der eher der Linkspopulismus prägnant war lange Zeit. Das ändert sich seit kurzem mit der Lega. Letztem Jahr Vox jetzt wahrscheinlich in den spanischen Parlamentswahlen im April, aber dann auch in den Europawahlen im Mai, sodass tatsächlich auch Länder, die lange, lange Zeit quasi frei waren, Lega war vorher eigentlich eine Regionalpartei, nun auch von dem rechtspopulistischen Virus infiziert zu sein scheinen. Aber trotz alledem, wenn wir an Syriza denken, auch an Movimento, an Podemos, auch an La France Insoumise und teilweise auch an die portugiesische extreme Linke, dann scheint es mir so zu sein, dass wir tatsächlich eine Art Nord-Süd-Variant sehen. Je mehr wir dann in den Norden kommen, und ich brauche die einzelnen Fälle nicht alle aufzuzählen, FPÖ natürlich, aber AfD, PVV, bis dann hin zu den Schwedendemokraten, den Finnen oder der norwegischen Fortschrittspartei oder der dänischen Volkspartei, je weiter wir dann in den Norden kommen, desto rechtspopulistischer wird es. Und ich denke, eine Theorie des Populismus müsste eigentlich diese Art von Varianz erklären können. Davon unterschiedlich würde ich nochmal gesondert betrachten wollen, das, was wir in Osteuropa sehen. Auch das können wir vielleicht ein bisschen im Gespräch vertiefen. Klar, bei uns besonders prägnant, im Bewusstsein sehr, sehr dominant ist sowas wie Fidesz, Orban oder Kaczynski, PiS. Aber wenn wir auch ein bisschen genauer hinsehen, sehen wir auch, dass wir auch sozusagen Smer, Fico in der Slowakei, also wir sehen auch teilweise linkspopulistische Ausprägungen, die sich dann auch gar nicht in ihrer Programmatik, das ist ganz interessant, so stark voneinander unterscheiden. Sie sind sozial konservativ sehr stark
und mittlerweile eigentlich alle sozusagen auf einer sozioökonomischen Dimension, also was Verteilungspolitik angeht, eigentlich eher links positioniert. So, das sollten eigentlich von meiner Seite die einleitenden Bemerkungen sein. Ich würde vielleicht zwei Dinge, bevor wir in die das Gespräch einsteigen, noch sagen wollen. Das Erste, was ich sagen möchte, ist, das wird für mich immer klarer, ich glaube, dass wir tatsächlich um diese sehr große Bandbreite populistischer Phänomene ein bisschen analytisch auseinander zu bekommen, sollten wir, glaube ich, tatsächlich einen ersten Schritt machen und sagen, handelt es sich um präsidentielle Systeme oder handelt es sich um parlamentarische Systeme? Ich glaube, das ist tatsächlich ein großer Unterschied. Und das, was wir eben so sehen, Modi in Indien, Duterte, Putin selbst natürlich und das meiste, was wir in Lateinamerika sehen, auch Trump nicht zu vergessen, das sind alles präsidentielle Systeme. Und meine Vermutung wäre, dass auch häufig Länder mit hoher sozialer Ungleichheit sind, teilweise ja auch gar nicht wirklich hochentwickelte Industrieländer sind und dass präsidentielle Systeme, die sowieso schon auf Führerfiguren, auf starke Männer ausgerichtet sind und wo die Parteiensysteme relativ schwach ausgelegt sind, wo wir es dann gleichzeitig mit hoher sozialer Ungleichheit zu tun haben oder starke, also und nicht starker industrieller Entwicklung, keine hohe Wohlfahrtsniveaus, dass dann, wenn es zum Beispiel neue Techniken des Kollektivhandelns gibt, Twitter, Facebook, WhatsApp, was auch immer, neue soziale Medien, dass dann die populistische Versuchung oder die Tendenz, dass diese Systeme populistisch degenerieren, eine höhere ist. Und das kann wiederum Links- oder Rechtsausprägung haben. Denken Sie an Maduro, Chavez oder eben an Fujimori, Bolsonaro jetzt und so weiter und so fort. So, ich glaube, das sollte man aber tatsächlich analytisch trennen von dem, was uns hier in Westeuropa interessiert. Und ich glaube, das entspricht einer anderen Logik. Wir haben es mit parlamentarischen Systemen zu tun, also ganz überwiegend. Und wir haben es mit relativ starken Parteiensystemen zu tun. Und dann ist das einfach ein anderes Spiel. Und das sollte man wahrscheinlich auseinanderhalten. Die zweite kurze Bemerkung bezieht sich selbst schon auf das Buch. Die These für diese Varianz, vor allen Dingen für die Nord-Süd-Varianz, Linkspopulismus im Süden, Rechtspopulismus im Norden, ist tatsächlich eine, die politökonomisch argumentiert, mit anderen Worten mit den Wirtschaftsmodellen, die in diesen Ländern vorherrschen. Ich lehne mich ein bisschen an einen Ökonom aus den USA, Danny Roderick, an, der, wie das auch Ökonomen immer sehr gerne machen, ganz simpel sagt, okay, wir haben zwei Arten von Globalisierung. Populismus ist Protest gegen Globalisierung. Und wenn die Globalisierung in Form von Güter und Geld Strömen, die über Grenzen gehen, sich manifestiert, die dann problematisch wird, dann wird der Protest linkspopulistisch. Wir haben eine zweite Form der Globalisierung, das ist die Bewegung von Personen, sprich Migration. Wenn die sich als problematisch herausstellt oder als problematisch artikuliert werden kann, dann bekommen wir rechtspopulistische Ausprägung. Und die Hauptthese wäre zu sagen, ja, das stimmt, das kann uns die Nord-Süd-Varianz in Europa erklären. Wenn wir es quasi konkret machen wollen, gesprochen auf die zwei großen Krisen, die wir in den letzten 2010 folgende, 2015 folgende hatten, ist, glaube ich, relativ evident, dass der Süden von der Euro-Krise, also der Fortentwicklung der Finanzkrise besonders betroffen wurde. Und das ist dann nicht so, also dann ist erwartbar innerhalb dieser Thesenbildung, dass wir darauf einen linkspopulistischen Protest bekommen, der gegen Austerität sich mobilisiert, gegen die Troika, gegen den Euro, gegen Austerität und das europäische Zwangsregime. Das ist sozusagen das Thema von genau Syriza oder Podemos oder auch La France Insoumise. Und dann die Flüchtlingskrise 2015 folgende, die weniger den Süden betraf als stärker den Norden und wir dort dann eine starke rechtspopulistische Protestbewegung dagegen gesehen haben. So viel von meiner Seite und ich denke, dann
können wir ins Gespräch einsteigen. Herzlichen Dank erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ich möchte mit einem Zitat aus Ihrem Buch beginnen, und zwar aus dem Kapitel über die Europäisierung des Populismus. Und da schreiben Sie, ich zitiere: Wir sollten die Annahme aufgeben, dass durch das gute Abschneiden der politischen Extreme in den Europawahlen allein aus den jeweiligen heimischen Protestdynamiken in den Mitgliedsländern zu erklären sei. Das durch vorher war zu viel, das ich gelesen habe. Und stattdessen davon ausgehen, dass sich darin zunehmend auch ein genuin gegen die Europäisierung und ihre Konsequenzen selbst gerichteter Protest artikuliert. Ende des Zitats, das sagt erstens einmal Ihre Prognose für die EU-Wahl im Mai scheint mir nicht besonders erfreulich zu sein. Und das Zweite, wenn Sie von der Europäisierung des Protests sprechen, ist das eine Parallelaktion in Ihren Augen zum Protest gegen die Globalisierung? Das heißt, dass es immer mehr Menschen jetzt gibt in Europa, die EU und Globalisierung als Feindbilder gleichsetzen. Ja, das ist so. Das denke ich, dass das so ist. Vielleicht sollte ich zu dem Europäisierungsbegriff noch ganz kurz etwas sagen. Wir haben es ja nicht nur mit dem Phänomen zu tun, dass der Linkspopulismus stärker im Süden ist und der Rechtspopulismus stärker im Norden, sondern wir haben es ja, und insofern sind ja Vorstellungen über einen öffentlichen, also eine europäische Öffentlichkeit, haben sich ja realisiert, bloß nicht so, wie das die das propagiert haben, gehofft haben. Wir haben es ja auch mit der wechselseitigen Aufschaukelung beider zu tun. Also wenn Sie jetzt an die AfD denken, die ersten Schritte, die die AfD in Deutschland gemacht hat, war natürlich in Reaktion auf die Rettungspakete und auf die Euro-Rettungspolitik. Und gleichzeitig ist natürlich der Syriza-Protest immer einer gewesen. Also, man erinnert sich an quasi Schäuble und Merkel in SS-Uniform. Das europäische Austeritätsregime erschien da ja immer ein deutsches, eine deutsche Knechtung sozusagen. Also insofern haben wir es ja nicht nur mit nationalen Phänomenen zu tun, sondern wir haben es in dem europäischen Raum, und beides, die Euro-Krise wie die Flüchtlingskrise, waren europäische Krisen oder Krisen der Europäisierung, haben wir es ja auch noch mit einer wechselseitigen Aufschaukelung zu tun. Ja, aber sind es zwei verschiedene Feindbilder, EU und Globalisierung, oder beginnen die dann in den Augen der Gegner miteinander auch zu verschwimmen, indem die vier Grundfreiheiten der EU gleichzeitig sozusagen den Widerschein der Globalisierung in sich tragen? Also Globalisierung selbst ist ja ein Begriff, der erstmal hochabstrakt ist und in gewisser Weise auch, der häufig auch eine politische Funktion erfüllt. Als ein anonymer Prozess, der irgendwie im Hintergrund sich naturwüchsig vollzieht. Mhm. Während die These des Buches ja schon wäre zu sagen, das ist nicht nur in der Wahrnehmung vielleicht, dass das verschwimmt,
sondern es ist ja in vielen Bereichen auch faktisch so. Also man muss ja, ich glaube, man muss, glaube ich, weg von diesem sehr, sehr, wie soll man sagen, auch gewisserweise eskamotierenden Begriff, ja, das ist irgendwie so ein säkularer Prozess, Globalisierung, kann man nichts machen, hin zum Verständnis zu sagen, naja, das sind ja im weitesten Sinne politische Entscheidungen und viele davon sind natürlich auch im Rahmen der europäischen Integration getroffen worden, die ab 92 mit Maastricht und dann mit dem Euro natürlich eine unheimliche Intensivierung erfahren hat. Und insofern, denke ich, ist die Wahrnehmung, dass viel dessen, was man jetzt erstmal sehr abstrakt als Globalisierung bezeichnet, tatsächlich Europäisierung ist, ist, glaube ich, eine zutreffende. Jetzt, Sie sprachen, und das ist ja eine Kernthese Ihres Buchs, der Rechtspopulismus in Nordeuropa und Kontinentaleuropa, der Linkspopulismus im Süden, das hängt unter anderem mit einem entwickelten Sozialstaat zusammen. Der Norden hat einen entwickelten Sozialstaat und ist damit anfälliger für Migration. Das ist einer der Faktoren. Wobei wir werden sehen, so klar kann man es nicht auseinanderglauben, das ist schon klar. Aber was ich mich gleich gefragt habe, ist, wenn ich auf der einen Seite die FPÖ und die AfD habe und auf der anderen Seite Podemos, dann irritiert mich das und ich sage Ihnen warum, weil Hetze gegen Fremde, Angst schüren, eine dezidierte Politik gegen die Europäische Union. Das alles kann ich bei der FPÖ und bei der AfD feststellen. Ich bin kein Spezialist für spanische Innenpolitik, aber ich glaube, ich habe nie was gelesen, dass das für Podemos auch so zutreffen würde. Und die drei Kriterien, die ich gerade genannt habe, scheinen mir doch recht relevante zu sein. Ja, das ist natürlich ganz zweifellos so. Es ist, wie soll man sagen, es hat einen gewissen Provokationswert zu sagen, okay, das ist Populismus. Gerade das Plädoyer dafür zu sagen, nein, wir sollten uns ja inhaltlich eigentlich stärker darauf einlassen, was da genau vorgetragen wird, wäre ja ein Plädoyer zu sagen, wir müssen ja große Unterschiede machen zwischen quasi, ja, also Xenophobie versus Kapitalismuskritik, um es jetzt mal ganz simpel zu sagen. Klar. Und es ist natürlich nie und nimmer meine Intention zu sagen, das ist irgendwie dasselbe oder es ist auch nur gleichwertig irgendwie in seinem moralischen Gehalt. Aber die nächste, das ist erstmal eine Frage, wo wir uns über unsere Haltung einig werden können und zwar sehr schnell und auch sollten. Aber damit ist ja noch lange nichts. Damit fangen die Fragen ja eigentlich erst an. Ist es denn zum Beispiel, also eine der sich unmittelbar aufdrängenden Fragen wäre es dann, gibt es Fremdenfeinde nur in Nordeuropa? So. Und gerade wenn wir auch uns Umfragen angucken, sehen wir eigentlich zwei Dinge. Also zum Beispiel für Spanien sehen wir es relativ stark. Spanien ist, was freundliche oder feindliche Einstellung zur Migration eingeht, völlig im europäischen Durchschnitt. Das heißt, wir können es eigentlich nicht auf die Einstellung von Leuten zurückrechnen, wir müssen doch eigentlich die Frage stellen, wann werden welche Narrative mobilisiert? So wie wir erstmal fragen, okay, geht es um Haltung und finden wir Haltung gut oder schlecht? Verbleiben wir letztendlich auf einer politischen Ebene und ohne jetzt irgendwie in eine Erklärung hineinzukommen. Nicht? Und wenn wir, und eine Erklärung, die sagt, ja, es ist kulturalistisch, die Leute haben, was weiß ich, die haben Angst vor Fremden, die Scapegoating. Darauf kommen wir mal gleich. Ja. Darf ich Sie ganz kurz unterbrechen? Ja. In Spanien ist es doch so, dass jetzt vor kurzem eine tatsächlich populistische, fremdenfeindliche, im extrem rechten Lager angesiedelte
Partei dazugekommen ist, die bei Kommunalwahlen auch schon gewisse Erfolge erzielt hat und die aber schon überhaupt nichts etwa mit einer Partei wie Podemos zu tun hat. Und daher ist mir diese Entscheidung, diese Unterscheidung wichtig, wobei Sie recht haben, wir kommen natürlich genau zu Ihrer Kernthese in dem Zusammenhang, in dem Sie sagen, die Populismusdiskussion ist bisher in erster Linie kulturalistisch geführt worden und das ist in einer gewissen Weise ein Holzweg, weil sie uns ganz schnell ins Moralisieren bringt. Und das, was ich Ihnen jetzt als die drei Argumente genannt habe, wo ich die FPÖ und Podemos auseinander glaube, das sind ja tatsächlich moralische, ich sage nicht moralisierende, aber es sind moralische Argumente. Und Sie sagen, wir müssten viel stärker auf die ökonomische Interpretation schauen, weil erstens erhält sie uns mehr und zweitens kommen wir nicht so ins Moralisieren hinein und in dieses Angewidertsein der Eliten, von dem Sie sprechen. Ja, also die, also mein Impuls ist erstmal immer ein wissenschaftlicher. Das mag in vieler Hinsicht dann erstmal unbefriedigend sein, aber ich möchte das erstmal verstehen, was da passiert. So, eine kulturalistische Erklärung, das sind Leute, die moralisch defizient sind oder es sind Leute, die haben halt die falschen Einstellungen. Die ist, glaube ich, in mehrfacher Weise fatal. Also erstmal erklärt sie uns eigentlich irgendwie nichts, weil wir müssten ja irgendwie komische Argumente machen über Verteilung von Populationen. Fremdenfeinde im Norden, keine Fremdenfeinde im Süden. So, was will man denn da? Will man da mit Olivenöl argumentieren oder mit Klima? Also so, und das ist auch gar nicht durch Umfragen abgedeckt. Also wenn wir quasi, da gibt es ja mittlerweile, ob Sie das Eurobarometer nehmen oder Pew Service oder wie auch immer, wir haben ja Langzeitbeobachtungen und letztendlich so Einstellungen, ob das auch zu gleichgeschlechtlicher Ehe ist oder Gleichberechtigung der Frau oder eben auch gegenüber Migranten. Im säkularen Trend sehen wir ja eigentlich eher, dass Gesellschaften insgesamt liberaler geworden sind. So, also einerseits sehen wir so einen Trend über Zeit, wo diese Einstellungen sich eigentlich eher auflockern, wenn wir es mit den 50er, 60er Jahren vergleichen. Andererseits sehen wir eine Varianz des Protestes, die wir ja nicht wirklich mit Einstellungen erklären wollen, weil wir dann ja wir kommen ja in ganz komische Erklärungsnöte, um zu sagen, okay, also der spanische Arbeiter ist halt per se nicht alltagsrassistisch, der schwedische aber doch. Also das führt irgendwie zu nichts. Also abgesehen davon, also schon aus einer analytischen Ebene führt das eigentlich zu nichts. Und die Phänomene, die Sie nennen, also genau Vox, also die in Andalusien ja jetzt im Dezember in dieser Regionalwahl relativ schnell zweistellig geworden sind und die jetzt für die, also in Umfragen, wie gesagt, für die Parlamentswahl, die im April stattfindet, ich glaube bei 11, 12, 13% gesehen werden und bei der Europawahl dann auch. Wenn wir das alles über Einstellungen argumentieren wollen, bei der Lega ist es ja ähnlich, die war lange Zeit eben eine Regionalpartei und hat dann 2018 bei der Parlamentswahl das Thema für sich entdeckt, nicht? Dann müssten wir ja irgendwie sagen, dass von heute auf morgen sich sozusagen die Einstellungen sehr stark geändert hätten. Nicht? Ich möchte vielleicht noch ein einziges Beispiel bringen. Wir haben sowohl in Spanien, in Griechenland natürlich auch, denken Sie an Goldene Morgenröte, als auch in Italien, immer das gehabt, was wir in Deutschland zum Beispiel mit der NPD gehabt haben. Also so richtig, richtig, richtig rechts. Mhm. Und zwar Antisystem. Das heißt, wir haben Leute gehabt, die Mussolini hinterher trauern. Wir haben Leute gehabt, die quasi den Obristen oder auch der griechischen Monarchie hinterher trauern. Und wir haben natürlich frankistische Parteien gehabt in Spanien, die sozusagen den spanischen Faschismus wieder haben wollen. So, wenn es wirklich so ist, dass hier dass quasi einfach nur dieses braune Milieu wieder auflebt. Warum reüssieren diese Parteien denn nicht? Das müsste man ja auch erstmal erklären. Stattdessen reüssieren neue, beweglichere und offensichtlich ja nicht aus dieser rechtsradikalen
Ecke vorbelastete Parteien wie eben Lega oder jetzt Vox wahrscheinlich, oder sie reüssieren gar nicht. Griechenland, wie gesagt, haben wir ja nur wirklich diese ganz rechtsradikalen Splitterparteien. Und ja, auch da kommen wir, glaube ich, mit einer ganz einfachen Erklärung, dass das so einfach, ja, dass das irgendwie feindliche Milieus sind, nicht so richtig weiter. Nur der neue Rechtsradikalismus schaut natürlich anders aus als der alte Faschismus und als diese dumpfen Nachfolgebewegungen, die es bis in die 60er Jahre, ab den 70ern ist es dann, glaube ich, ziemlich abgerollt. Naja, als Splitterparteien gibt es heute. Es gab sie. 1%. Es gab sie, aber sie sind verdämmert. Die FPÖ hat sich auch wesentlich verändert und ich würde jetzt, um bei dieser Scheidung Interpretation, also ursachenkulturalistisch, ökonomisch, würde ich jetzt beim österreichischen Beispiel gern bleiben, und zwar die FPÖ und ihr Aufstieg in den 90er Jahren. Zu Beginn des Jahrzehnts ist das eine Partei unter 10% und zu Ende des Jahrzehnts sind sie die zweitstärkste Partei in Österreich. Und gemacht haben sie diesen Aufstieg über das Fremdenthema. In einer sehr aggressiven Weise, da war dieser Slogan Mitte der 90er Jahre, Daham statt Islam, Kreator. Also auf dem Niveau hat sich das abgespielt. Es war der gegenwärtige Innenminister, der das erfunden hat. Und jetzt muss man aber dazu sagen, die gesamte Argumentation im Großen und Ganzen lief in diese Richtung, drohender Verlust der Heimat, Überfremdung, das war damals noch ein Wort, mit dem man sehr viel gearbeitet hat, Überfremdung, Identitätsverlust. Das heißt, die gesamte Argumentationskette, und die hat zum Erfolg geführt, war kulturalistisch und nicht ökonomisch. Ökonomisch hätte sie auch überhaupt keinen Sinn gehabt, weil es gab keine relevante Migrationsbewegung in Österreich, geschweige denn eine Migrationskrise. Es ging ausschließlich auf der kulturalistischen Ebene. Und das sagt mir wieder, dass die zwei Stränge, die sie scheiden, ökonomisch und kulturalistisch, natürlich oft auch ineinander gehen und gelegentlich läuft die Propaganda offensichtlich auf der kulturalistischen Schiene besser als auf der ökonomischen. Bei der FPÖ war es jedenfalls ja, so. Ja. Ja, ich spiele das nicht gegeneinander aus, sondern ich denke, dass es gar nicht so viel Sinn macht, das gegeneinander auszuspielen. Also in dem Buch selber sind ja auch Passagen zu sagen, politische Konflikte müssen im Regelfall kulturalisiert werden, um für Mobilisierung funktionieren zu können. Sie können sich schlecht, jetzt um es mal überspitzt zu formulieren, sich mit einer OECD-Statistik auf die Straße stellen und denken, dass das ein Renner ist. Also, um es anders zu formulieren, das Buch selber macht natürlich sehr, sehr starken ökonomischen, ein sehr, sehr starken ökonomisches Argument, und darauf würde ich auch beharren, was erstmal natürlich durchaus als ein Gegenargument gegen eine, also zumindest in Deutschland, dominant kulturelle Debatte. Das sollte erstmal ein Kontrapunkt sein. So, in diesem Kontrapunkt ist es jetzt auch häufig so gelesen worden, als wenn das jetzt ein rein ökonomistisches Argument sein sollte. Nein, das sollte es nicht sein. Und es gibt auch verschiedene Passagen in dem Buch, wo ich versucht habe, das klar zu machen. Also, selbst bei dem Roderick, das ist ja recht interessant, der ist ja nur ein Ökonom, also ist ja noch viel härter drauf als ich, um es jetzt mal ein bisschen flapsig auszudrücken. Aber bei dem ist es ja selbst eigentlich eine Narratologie, der sagt, in welchen Kontexten werden welche Arten von Narrative eigentlich plausibel und welche nicht.
Und das ist ja für einen Ökonom schon mal eine extrem beeindruckende intellektuelle Leistung, ja, sozusagen. Und und insofern wäre mein Plädoyer gar nicht zu sagen, nein, wir sollten jetzt, also it's the economy stupid or it's the culture stupid und dann entweder oder. Das macht, glaube ich, nicht so viel Sinn und da argumentiert man sich auch schnell in eine Ecke rein. Ich denke tatsächlich, dass man sagen muss, welche Erzählungen verfangen in welchen Kontexten so. Und da würde ich schon drauf, also für mich ist, glaube ich, also das ist schon ein sehr stabiler Befund. Eben, Sie sagen schon seit den 90er Jahren, das sehen wir natürlich auch damals schon in Skandinavien. Also die liberalen, offenen Gesellschaften Skandinaviens bilden ja schon dann ihre rechtspopulistischen Protestbewegungen aus. Naja, wir haben natürlich das mit der Öffnung der Mauer, wir haben die Jugoslawienkriege, wir haben die ersten Migrationsbewegungen, die relativ stark sind. Und natürlich in Deutschland waren es die Republikaner, das heißt, wir haben eine erste Protestwelle dagegen. Aber ich würde schon argumentieren, naja, das sind Erzählungen, die verfangen schon vor einem Hintergrund einer sehr, sehr ausgebeuteten Wohlfahrtsstaatlichkeit. Diese Wohlfahrtsstaatlichkeit, und da ist quasi das Kapitalismus-Element, ist hochgradig funktional für die Art von Wirtschaften, die diese Ökonomien, Österreich, Deutschland, die Benelux, die skandinavischen Länder betreiben, weltoffen, hochproduktiv, auf Facharbeitertum setzend, koordinierte Kapitalismen, so wie das in der Literatur heißt. So, und das ist auch ein hochgradiges Vertrauensverhältnis. So, der Wohlfahrtsstaat ist, weil er auch so sehr, sehr generös ausgebaut ist, auch in der Grundsicherung, auch der südeuropäische Wohlfahrtsstaat ist großzügig, sehr großzügig. Braucht sich keinen Vergleich zu scheuen mit den nordeuropäischen, wenn es ums reine Ausgabenverhalten angeht. Aber es gibt so gut wie keine Grundsicherungen eben. Es ist sozusagen, sind Insider, klientelistische Wohlfahrtsstaaten und haben weniger universelle Elemente. So, und da würde das Argument weiterhin sagen, naja, in diesen sehr, sehr stark auf vertrauensbasierenden Arrangements verfangen Erzählungen unheimlich schnell zu sagen, das ist was die Welfare Queen im US-amerikanischen Fall mit so einem rassistischen Unterton ist dann halt der Migrant, der relativ schnell in diese Systeme hineinkommt, nicht? Und wie gesagt, im Süden ist es dann eben ein ganz anderes Narrativ, weil die Migration ist ja, sie ist weniger stark, auch weil wir viel Sekundärmigration haben, aber wir haben natürlich die Migration. So, wenn jetzt das klassische Scapegoating-Argument, also das Sündenbock-Argument greifen würde, müssten wir ja gerade in den südeuropäischen Ökonomien, die ja so unter die Räder gekommen sind durch die Euro-Krise, müssten wir da ja nun erwarten, dass die sagen, okay, also wenn es das kulturalistische Argument ist, zu sagen, dann müssten die doch die Ersten sein, die sagen so, es ist der böse, also, Ausländer. Ihr Argument für Italien funktioniert insofern, als Salvini aus dem Norden, aus dem hochindustrialisierten Norden kommt, weil dass Salvini mittlerweile sein Geschäft mit der Migration macht, ist ja offensichtlich. Ja. Und das wiederum ist, weil er aus dem hochindustrialisierten Norden kommt, allerdings, da er mittlerweile, lesen wird, der populärste Politiker in Italien sei, scheint das auch im Süden allmählich zu greifen. In Österreich ist es so, dass ich sprach von der FPÖ in den 90er Jahren, die rein kulturalistisch argumentiert hat, natürlich seit 2015 gibt es auch ein ökonomisches Argument, das in Österreich, also vom Bundeskanzler, immer wieder zu hören ist, und auch von vielen Ministern, und das heißt Zuwanderung ins Sozialsystem. Das ist ein ökonomisches Argument, das aber gleichzeitig dieselbe Funktion erfüllt wie die kulturalistischen. Also es schafft Aggressionen gegen die das wollen. Und in Österreich ist es so, dass die ÖVP ist für den freien Warenverkehr und die FPÖ schließt sich an. Die FPÖ ist gegen jede Migration und die ÖVP schließt sich an. Und insgesamt hat sich diese Regierung festgelegt in der Migrationsfrage. Das heißt, wir wollen
keinen freien Personenverkehr in Europa haben. Das ist die österreichische Bundesregierung auch mit der CSU völlig eines Sinnes. Die tun alles, um den Personenverkehr auch innerhalb der EU zu beschränken, zumindest bei unseren Grenzen. Und also auf der einen Seite möglichst migrationsfeindlich und auf der anderen Seite sowohl in Deutschland als auch in Österreich sind wir absolut und radikal für den freien Warenverkehr, was auch klar ist, weil wir Exportnationen sind. Jetzt dafür gibt es einen Begriff und der heißt wohlstandschauvinistisch. Jetzt ist Ihnen der zu moralisierend? Weil das ist es nämlich, sag ich Ihnen. Ja, ich kenne natürlich... Aber wir sind dann genau in der Diskussion, die Sie nicht wollen. Nein, also ich habe da... Also als Beschreibung dessen, was programmatisch passiert, ist das völlig zutreffend. Und insofern ist es in gewisser Weise wieder interessant, weil das ist ja kein österreichisches Phänomen oder auch kein deutsch-österreichisches Phänomen. Das ist zum Beispiel genauso ein skandinavisches Phänomen. Und es ist in gewisser Weise auch ein osteuropäisches Phänomen, dass wir eigentlich eine neue Kombination bekommen, die, und das ist ja das Interessante in der Zusammensetzung wohlfahrtschauvinistisch, die sind ja nicht gegen den Wohlfahrtsstaat. Das heißt, sie sind nicht lieber, also, und das ist eine Änderung, das ist ein wichtiger Punkt, das ist eine wichtige Änderung in der Programmatik dieser Parteien. Die gehen von einer sozioökonomisch rechten Position zunehmend auf eine sozioökonomisch linke Position. Um es weniger mit weniger Jargon auszudrücken, sie werden quasi, was Verteilungspolitiken angeht, linker. Das ist beim Front National zu sehen, der quasi gegen Marine Le Pen hat sich sofort mit den französischen Eisenbahnern solidarisiert, als Macron seine Reformen durchsetzen wollte. Sie als François Fillon, der Kandidat der Republikaner, ein relativ harsches Liberalisierungsprogramm im Wahlkampf, im Präsidentschaftswahlkampf vertreten hat, ist der Front National oder Rassemblement National sozusagen für die Verteidigung der Sozialrechte französischer Arbeiter auf die Beine gegangen. Also sozusagen, wir kriegen eine interessante neue Kombination und insofern ist wohlfahrtschauvinistisch für mich erstmal ein analytischer Begriff zwischen Leuten, die sagen, ja, wir wollen Umverteilung und zwar viel, generös. Und das ist eben bei den Schwedendemokraten ganz genauso oder den Finnen oder der norwegischen Fortschrittspartei. Aber wir wollen es nicht, es soll für Inländer sein, nicht für Ausländer. So. Ja, das kann einen empören. Die Frage ist natürlich immer noch so, also wir müssten wahrscheinlich nochmal unterscheiden, sprechen wir über den europäischen Rahmen oder sprechen wir sozusagen über Binnenmigration, da gibt es ja ganz klare Rechtsregeln, was das angeht, oder sprechen wir nochmal über die Migration aus Drittstaaten. In gewisser Weise wird dann der analytische Begriff manchmal ein bisschen polemisch, weil man ja sagen muss, also der Wohlfahrtsstaat war immer eine nationale Angelegenheit und es ist auch schwer zu sehen, wie das anders sein sollte als eine nationale Angelegenheit. So, insofern glaube ich auch, dass man mit dem Begriff sich so ein bisschen eines auch des weiteren Nachdenkens entledigt, weil man irgendwie ja sagt, das ist unzulässig, aber dass der Wohlfahrtsstaat immer eine nationalstaatliche Veranstaltung war und bis heute geblieben ist, trotz aller Versprechen auf ein soziales Europa, ist ja nun mal ein Faktum. Es ist auch die Schwäche der Sozialdemokratie, dass das System nationalstaatlich funktioniert und die Sozialdemokratie auf der einen Seite einen menschenrechtlich universalistischen Ansatz hat, auf der anderen Seite aber der Sozialstaat, der Wohlfahrtsstaat jeweils eine nationale Einrichtung ist. Aber ich würde auf einen Aspekt kommen, der mir in dem Zusammenhang wichtig zu sein scheint, und das ist die Angst. Eine ganz kleine Geschichte, die ich, glaube ich, in dem Rahmen schon einmal erzählt habe, die mich aber besonders beeindruckt. Die schwarzen Listen in Hollywood Anfang der 50er Jahre und diese große
Kommunistenhysterie, die es gegeben hat. Und Orson Welles wurde gefragt, warum meint er, seien so viele Kollegen umgefallen und hätten andere denunziert. Und Orson Welles hat darauf gesagt, am schlimmsten ist es, wenn man den Swimmingpool verliert. Und das scheint mir eine sehr kluge Antwort zu sein, weil sie sagt, der Aufstieg, wenn man mehr hat als früher, dann ist das speziell mit Angst verbunden. Den Aufstieg schon begleitet die Angst, mehr haben als früher, ich könnte das wieder verlieren. In den Zusammenhang passt zum Beispiel hinein, dass die Bayern sich mehr fürchten als die in Schleswig-Holstein, weil die Bayern mehr haben als die in Schleswig-Holstein. Und aus dem Verhalten aus ihrem Wahlverhalten AfD geht klar hervor, die ist bei den Bayern attraktiver als in Schleswig-Holstein, weil sie reicher sind. Ja, das denke ich ist, also ich würde es ein bisschen anders formulieren, also nicht mit Orson Welles und dem Swimmingpool, aber es weist auf einen sehr wichtigen Zusammenhang hin. Und das würde mir, glaube ich, auch nochmal die Gelegenheit geben, wenn wir historisch ein bisschen länger die Linie ziehen und nicht so obsessiv in der Jetztzeit sind. Zum Beispiel auf the Populist Party, in den Agrarpopulismus der USA im ausgehenden 19. Jahrhundert uns anschauen. Oder Pujadisme in Frankreich in den 50er Jahren, wo der Pujadismus auch tatsächlich, also Jean-Marie Le Pen, der Vater von Marine, war da ja schon, hat da seine ersten politischen Tätigkeiten gehabt. Dann 70er Jahre diese Steuerrebellenbewegung, die ersten, zum Beispiel mit der dänischen Volkspartei oder auch der SVP in Schweden, wo die ersten rechtspopulistischen Parteien auftraten, die sich dann ja programmatisch immer wieder gewandelt haben, nicht mit Europaskepsis, dann Migrationsskepsis und so weiter und so fort und sich auch programmatisch durchaus umorientiert haben von wirtschaftsliberal zu eher zum Beispiel zu eher umverteilungsbejahend. Und wenn wir diese etwas längere Linie ziehen, glaube ich, ist das ein weiteres starkes Argument zu sagen, das waren eigentlich immer Umbruchssituationen, wenn man so möchte, des Kapitalismus. Sozusagen der Niedergang der Agrargesellschaft, das Aufkommen des großen industriellen Komplexes Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang der 70er im Grunde genommen die Endphase des Fordismus, der großen Wachstumsperiode und so weiter und so fort. Jetzt eigentlich der Übergang in die Wissensökonomie. Nicht? Und das sind jeweils große ökonomische Verwerfungen, die sehr viel gesellschaftliche Unruhe hervorrufen. Und natürlich gibt es dort, es gibt dort Statusängste, völlig richtig. Natürlich, wer etwas zu verlieren hat, das treibt dann diese Person um. Ich glaube, der Punkt, den Sie machen, in Deutschland zumindest ist die Diskussion immer Ost-West, aber dass wir mal eine Nord-Süd-Diskussion führen, Sachsen ist im Osten die prosperierende Region, Baden-Württemberg, Bayern sind im Westen die prosperierenden, und da schlägt die AfD durch. So, wie will man das denn erklären? Warum fürchten sie sich mehr? Sie fürchten sich mehr, sie haben aber auch mehr zu fürchten, wenn man so objektiv will. Und sie sind natürlich, die kommen auch gerade heutzutage doch auch ökonomisch sehr, also man noch scheint alles in bester Ordnung, aber wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, was mit der Automobilindustrie in Deutschland passiert, das ist in einem riesigen Umwälzungsprozess begriffen. Und dass dort, also dass dann Wähler, Bürger, wie man es immer, die ja durchaus längerfristige, ich meine, die haben Häuschen, die haben Kinder, was weiß ich, die schicken das Kind auf die Universität. Das sind langfristige Lebensentwürfe, die dort, und natürlich, das treibt die um. Wo geht das hin? Bleiben wir bei der Angst. Da habe ich etwas in Ihrem Buch gefunden, das mich wirklich verblüfft hat. Zunächst einmal, ich glaube, wir sind uns einig, Angst ist
Angst und das Forcieren von Angst ist in Verbindung mit unserem Gespräch über Populismus ganz sicher ein Schlüsselbegriff. Und wir alle, es wird in Deutschland nicht anders sein als in Österreich, dass ständig Politiker aller Couleurs sagen öffentlich, wir müssen die Ängste der Menschen ernst nehmen. Sagen Sie, sagen es bei euch genauso wie bei uns, nehme ich an. Wir müssen das Nöte ernst. Und Ängste. Bitte? Die Nöte und Ängste. Ja. Und jetzt erhebt sich aber die Frage, welche Ängste das sind. Ja. Und da habe ich einen Satz bei Ihnen gefunden, betreffend die AfD-Wähler. Ja. Und da heißt es, in den 9 Bundesländern steigt mit jedem Prozent Arbeitslosigkeit im Jahre 2000 der AfD-Stimmenanteil im Jahre 2017 um fast ein halbes Prozent. Das fand ich erstens sehr spannend als Feststellung und zweitens finde ich den Sachverhalt absolut skandalös, weil er sagt mir, Menschen wählen eine hasserfüllte Heimatpartei, weil sie vor 17 Jahren einmal arbeitslos gewesen sind. Und das ist für mich ökonomisch in überhaupt keiner Weise rational. Da sage ich Ihnen, ja, da komme ich halt wieder auf den Begriff Hetze. Sie sind verhetzt, sie sind anfälliger dafür. Wir kommen jetzt dann noch auf den Begriff der Modernisierungsverlierer und all das natürlich. Sie sind anfälliger dafür. Warum ist es so? Aber die Tatsache, dass ich vor 17 Jahren arbeitslos gewesen bin, ist kein rationales Argument für mich. Aber Sie sehen eine statistische Korrelation. Ja. Also ich möchte noch ein Zitat dem anschließen aus dem unmittelbaren Kontext, weil ich dann ja geschrieben habe, der AfD-Wähler leidet an Reminiszenzen. Und das war natürlich eine Verbeugung vor dem großen Mann der Stadt Wien, Sigmund Freud. Also der Neurotiker leidet an Reminiszenzen. Erstmal ist es vielleicht ein erstaunlicher Befund. Andererseits ist es vielleicht auch gar nicht so erstaunlich, weil wenn wir für Arbeitslosigkeit im Jahre 2017 kontrollieren, ist die völlig, also nicht nur, dass die keinen Erklärungsbeitrag zur AfD-Wahl leistet, sie ist sogar eigentlich negativ korreliert. Also sozusagen in den Regionen, in die Arbeitslosigkeit höher ist, ist der AfD-Anteil geringer, selbst wenn man auch für Ausländeranteil und alles andere kontrolliert sozusagen. So, was nicht so super, super überraschend ist, weil wir ja wissen, dass die AfD wenn sie die beiden Kurven gegeneinander liegen, die Arbeitslosigkeit geht ja stetig zurück in Deutschland und sozusagen ab 2013, ja bei der Wahl, seitdem geht der AfD-Anteil immer höher. Also dass es erstmal statistisch nichts bringt, ist jetzt nicht so überraschend. Tatsächlich der Befund, dass das vergangene Arbeitslosigkeit erklärt, mag vielleicht auf den ersten Blick überraschend sein. Sie können sagen, es ist empörend oder skandalös. Naja, wie soll man sagen? Also mein Argument wäre ja zu sagen, okay, das steht ja nur für etwas. So, es steht für das Bewusstsein, dass man at risk ist, wie man dann neudeutsch sagen würde, sozusagen. Siemens kann in Görlitz morgen das Turbinenwerk schließen. Die können sagen, so, das war's jetzt. Irgendwie, wir haben Energiewende, Turbinen werden nicht mehr hingestellt. So, wir schließen das jetzt. Also im Grunde genommen, das Bewusstsein ist da. Das heißt also, selbst als in dem traditionellen Sinne eines deutschen Facharbeiters, Vollzeit, gut bezahlt und so weiter, das Bewusstsein da, morgen kann es zu Ende sein. So. Und völlig mit dieser Art von Globalisierung ist das... Trifft aber für alle zu. Ja, aber als Qualität ist das neu. Als Qualität ist das neu. Alle AfD wählen. Naja, also wie gesagt, trifft für fast alle zu. Also, aber naja, es trifft für den ganzen öffentlichen Dienst natürlich nicht zu. Es trifft natürlich für die normalen Dienstleistungsbeschäftigungen nicht zu und so weiter und so fort. Ja. Also und da sehen wir auch tatsächlich Risikoprofile, nicht? Also wenn wir
Und da wird es jetzt methodisch vielleicht ein bisschen speziell und damit will ich Sie auch gar nicht langweilen. Nicht, aber es ist zum Beispiel sozialwissenschaftlich ist es ja gar nicht so interessant, sind die Leute arbeitslos oder nicht. Sondern und die Leute sind ja meistens auch schlauer als das. Was die Leute umtreibt, ist, kann ich arbeitslos werden? Wie hoch ist denn meine arbeitslose Wahrscheinlichkeit? Und wenn man dann sowas wie Risikoprofile macht, indem man einfach quasi sagt, okay, wir wissen, in welchen Berufskategorien wie hoch ein Risiko, ein Arbeitslosigkeitsrisiko ist, nicht? Dann sehen wir zum Beispiel einen starken Zusammenhang. Und das finde ich jetzt gar nicht so super irrational, sondern das finde ich, also sozusagen das Bewusstsein, was dann wahlmäßig daraus folgt, okay, da kann man noch lange nochmal drüber reden, nicht? Aber dass auch die vergangene Erfahrung dann irgendwie dass eine abstrakte Geschichte nochmal irgendwie konkreter werden lässt, das finde ich jetzt nicht so überraschend. Kommen wir zu einem wichtigen Punkt in dem Zusammenhang, auf den Sie hinweisen, auf den auch Ivan Krastev hinweist, nämlich es geht nicht darum, und das hängt wiederum jetzt auch mit den Modernisierungsverlierern zusammen, es sind nicht die schon die arbeitslos sind, die aus dem System hinausgeflogen sind, sondern es sind die sich fürchten, sie könnten die Nächsten sein. Sie könnten irgendwann drankommen. Das wiederum ist für mich eine signifikante oder jedenfalls erkennbare Korrelation zu den Untersuchungen über die NSDAP-Wähler 1933, vor 1933, wo man auch weiß, das sind nicht die Arbeitslosen gewesen in erster Linie und die Hinausgeflogenen, sondern das waren Beamte und Angestellte, die sich vor der Zukunft gefürchtet haben, die Statusverlust gefürchtet haben. Das heißt, diese Angst vor der Zukunft und allenfalls vor finanziellen Verlust und, wenn ich von Beamten spreche, auch für Statusverlust, die kann möglicherweise, das zeigt das Beispiel NSDAP und das zeigt das Beispiel mit rechtspopulistischen Parteien, die ich im Übrigen jetzt nicht gleichsetze, das ist ja völlig klar, aber die Motivlage setze ich gleich, das kann enorm, diese Befürchtung, es könnte mir passieren, kann offensichtlich enorm radikalisierend für Menschen sein. Mit Sicherheit. Also ohne jetzt auf den NSDAP-Aspekt nochmal einzugehen, das war natürlich auch eine Krise der Landwirtschaft und gerade sozusagen in Norddeutschland war die NSDAP natürlich unter Landwirten. Also wir hatten es einfach noch mit einer ganz anderen Wirtschaftsstruktur zu tun, aber das können wir mal vor die Klammer ziehen. Ich wollte einen Punkt vielleicht nochmal hervorheben. Der bezieht sich jetzt nochmal auf den Süden, weil wir ja doch irgendwie die ganze Zeit und so verlaufen die Diskussionen fast eigentlich immer, dann ja doch irgendwie quasi FPÖ, AfD, wir sind sozusagen allein in einem Rechtspopulismus und dass wir dann auch irgendwann ganz schnell bei der NSDAP landen, ist dann ja auch nicht so überraschend. Ein Punkt, den ich vielleicht nochmal sagen wollte, ich glaube schon, dass das Verhältnis zwischen Bürger und Staat ist, glaube ich, tatsächlich eins, was man als so einen langfristigen Kontrakt verstehen kann, nicht? Also die Loyalität zum Staat basiert, glaube ich, auf so einer basalen Erwartung. Vielleicht Statussicherung, vielleicht nicht unbedingt Wohlstandszugewinn, aber dann zumindest für die Kinder. Ich glaube, das sind schon sehr langfristige Überlegungen, die da eine Rolle spielen. So, und wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man zum Beispiel in Italien lebt, man schickt sein Kind zur Uni und das kriegt eine Ausbildung und dann weiß man, da wird im Grunde genommen jetzt eine Generation verschrottet. Also die Jugendarbeitslosigkeit ist bei 50%, es gibt keine Jobs, die haben zwar eine Ausbildung, aber es gibt überhaupt keine adäquate Beschäftigung. So, dass das eine tiefgreifende Vertrauenskrise auslöst, ist quasi in diesem impliziten Kontraktverhältnis zwischen Bürger und Staat, das glaube ich, ist völlig evident. Nicht? Und dass sich und
Und da würde sich ja auch eine Art von Angst artikulieren. Bloß das ist eben eine Angst, die zu sagt, okay, nein, also in dem Modell, in dem wir uns bewegen, in der Wirtschaftsregime, in dem wir hier leben, so wie es funktionieren müsste, so, wir brauchen im Grunde, der Staat muss Deficit Spending betreiben können, er muss den öffentlichen Sektor ausweiten können, wie auch immer, er muss die Jobs schaffen, die nicht da sind und so weiter und so fort. Nicht? Also insofern würde ich nur sagen, wir sind wahrscheinlich auch ein bisschen immer verengt, indem wir immer nur auf diesen einen Kontextzusammenhang und uns anschauen. Wie gesagt, ich glaube, in Südeuropa hätten wir ähnliche, wie soll man sagen, Vertrauenskrisen, die machen sich dann halt bloß anders bemerkbar. Nicht? Aber der Mechanismus ist, glaube ich, relativ ähnlich. Mhm. Ich möchte auf die Links-Rechts-Frage noch einmal kommen. Jetzt, Sie haben hier eine Kapitelüberschrift: Populisten versus Elite, Elite versus Populisten. De facto ist es so, ich habe Gauland gelesen, AfD-Gauland, der von einer globalisierten Klasse spricht. Ja. Und es gibt, wie Sie es hier auch schreiben, Populisten versus Elite, es gibt diesen ganz starken Affekt, ja, der Populisten gegen Elite, gegen Establishment. Jetzt war das aber ursprünglich ist es falsch, nicht so lang her, vor einigen Jahrzehnten ein linker Zugang. Ja. Wallraff, ihr, ja, da oben, wir hier unten. Wir da unten. Ja. Das war ursprünglich ein linker Zugang, den sich die radikale Rechte jetzt angeeignet hat. Ja. Wobei ich sagen würde, der Unterschied, der substanzielle Unterschied besteht darin, dass es bei Wallraff, dem linken Ansatz, tatsächlich Klassenkampf gewesen ist. Ja. Bei der AfD hingegen ist es meines Erachtens nicht Klassenkampf, sondern es ist, ja, ich würde es als Ressentiment gegen die da oben bezeichnen. Ja. Nicht als Klassenkampf, sondern als Ressentiment, ja, und als Hetze. Ja, ja, es ist sicherlich so. Ich habe vielleicht zwei Anmerkungen dazu. Das eine ist zu sagen, eigentlich ist es eine Sollbruchstelle der Demokratie seit 1789. Also, dass die Repräsentanten die Interessen der Repräsentierten vernachlässigen, ist eine Vermutung, die in dem ganzen institutionellen Arrangement inhärent ist. So. Sonst hätten wir deswegen haben wir natürlich auch diese direktdemokratischen Affekte der Rechtspopulisten, die sagen, wir wollen keine repräsentative Demokratie, wir wollen eine direkte Demokratie haben. So. Die Frage, also die unmittelbar daran anschließend ist natürlich die Frage, okay, warum sehen wir dann aber das Fluktuieren? Wenn es sozusagen eine Sollbruchstelle ist, die einfach in dem Arrangement drin ist, müssen wir immer noch erklären können, warum wird das Vokal in bestimmten, warum artikuliert das sich in bestimmten Konstellationen, in anderen nicht? Die zweite Bemerkung, die ich dafür machen würde, also wenn Sie an La Casta denken, in Italien, dieser Bestseller, nicht, also die Kaste, sozusagen die scharfe Anklage dieser korrupten Elite. Erstmal würde man sagen, naja, manchmal stimmt's auch. Also es ist nicht ja immer nur, also wenn man sich Craxi angeguckt hat, der im Exil gestorben ist, weil er wegen Korruptionsskandale nicht nach Italien, mhm, zurückkommen konnte. Also wie gesagt, da kommen wir ein bisschen in die Einleitung rein. Nicht immer ist sozusagen der populistische Anwurf auch einer, der per se delegitimiert ist. Nein, manchmal haben wir es ja tatsächlich mit selbstvergessenen Eliten zu tun. Es ist ja so, nicht? Die korrupt sind, die nicht responsiv sind und so weiter und so fort. Naja, und wie gesagt, aber dieser La Casta-Beispiel wäre ja zu sagen, naja, auch in dieser Links-Rechts-Zuordnung ist das, glaube ich, nicht so ganz eindeutig, nicht? Also, und erneut wäre das ein bisschen ein Plädoyer dafür zu sagen, naja, also wenn diese Verdachtsmomente hochkommen, wenn sie Plausibilität gewinnen, sagt uns das nicht eigentlich etwas darüber,
dass wir in unruhigen Zeiten leben, aber eben unruhig nicht nur im Sinne von, wir haben hier, was weiß ich, eine kosmopolite Elite, dann haben wir jetzt die neuen Kommunitaristen und das sind dann irgendwie halt so, das ist ein neuer Kulturkampf, sondern wir haben sozusagen, ja, wir sind auch ökonomisch in Umbruchssituationen, wo sich ganz neue Dinge neu verteilen und wo Karrierechancen völlig neu verteilt werden, wo eine Industriearbeiterschaft auf einmal denkt, wie sieht es denn überhaupt mit dem industriellen Sektor noch aus, wo der ursprüngliche Koalition zwischen Facharbeitern und ungelernten Arbeitern auseinandergebrochen ist. Also ich würde sagen, da müssen wir eigentlich stärker hingucken, was da die Unruhemomente sind, damit diese Narrative, das ist ja wieder ein völlig gängiger Narrativ, ihr da oben wieder unten, damit die auf einmal so komisch, warum die so auf einmal so komisch verfangen. Jetzt, wenn wir noch einen Augenblick bei der Links-Rechts-Frage bleiben, ja, und sagen, ein entscheidendes Kriterium der linken Position ist das Axiom der Gleichheit, dann stimmt das ganz eindeutig für rechtspopulistische Parteien, trifft das eindeutig in keiner Weise zu, denn wenn ich Menschen so auseinander dividiere und so stark auf ihre Herkunft fixiere und dadurch definiere, dann ist es der größtmögliche Verstoß gegen das Axiom der Gleichheit. Also insofern ist der Anspruch einer linken Position schon dadurch verwirkt und ich sage, es ist Ressentiment. Ich möchte aber noch auf einen anderen Aspekt jetzt kommen, nämlich den geschlechtsspezifischen Aspekt, weil der spielt ja offensichtlich, wie uns die Wahlanalysen sagen, auch eine deutliche Rolle. Und da habe ich bei Ihnen gefunden, dass Sie sich mokieren über die Küchenpsychologen, die sich über den ostdeutschen Mann beugen. Und da habe ich mir gedacht, ja, das verstehe ich schon, aber ich habe auch einen küchenpsychologischen Ansatz. Und der geht so, ich habe eine Studie gelesen, dass in der ehemaligen DDR die Frauen davonlaufen, die Jungen, weil sie mobiler sind, weil sie entschlossener sind, gebildeter, weil sie ehrgeiziger sind und. Die gehen weg, weil sie sagen, das wird doch nichts. Und jetzt gibt es eine Generation von jungen Männern, die bleiben übrig. Und die zünden dann die Asylantenheime an. Das ist natürlich jetzt auch Küchenpsychologie, das weiß ich schon. Aber der Unterschied ist schon insofern signifikant, als man, und das wird bei der AfD nicht anders sein als bei der FPÖ und wahrscheinlich auch bei anderen rechtspopulistischen Parteien, sie sind Männerparteien. Sie sind Männerparteien und das geht bis in die skurrilsten Details, in dem von Genderwahn gerade bei diesen Parteien die Rede ist, was Sie wahrscheinlich nicht wissen, im Verteidigungsministerium, das FPÖ geführt ist, kam eine Weisung heraus, dass das Binnen-I nicht mehr sein darf. Also das geht bis in die skurrilsten Details und eine aggressive Ablehnung von selbstbewusst, selbstbestimmten Frauen. Also sie werden auch viel weniger von Frauen gewählt daher. Also das ist schon, dafür sind sie auf der anderen Seite eine Autofahrerpartei. Ist das bei der AfD auch so? Also die FPÖ ist die Autofahrerpartei par excellence. So brrr. Ist das bei... Wie stellt man das fest? Bitte? Wie stellt man das fest? Das stellt man fest, indem zum Beispiel wieder jede ökologische Bedenken, die das Tempolimit von 130 auf 140 erhöht worden ist und das soll jetzt ausgebaut werden. Ja. Und indem in Österreich die Regressmöglichkeiten gegen VW in der Dieselfrage von der Regierung in überhaupt keiner Weise forciert werden. Ja. Also ja. Ja, bei der AfD, glaube ich, gab es den Versuch, diesen Dieselskandal und auch jetzt die neue Gut, Grenze. Aber ich will jetzt nicht auf die VW-Geschichte kommen. Ja, ja. Nein, aber ich sage,
Nein, ich meine, das Geschlechtsmuster ist... Ich gebe noch ein Argument dazu, weil das zur Elitenfrage gehört. Ja. Es ist diese Wissenschaftsfeindlichkeit, die in der FPÖ erkennbar ist, die ich jetzt in der Tempofrage gerade angesprochen habe, weil natürlich Wissenschaft ein Elitenprojekt in einer gewissen Weise ist. Und von FPÖ-Seite höre ich zum Klima zum Beispiel immer wieder, die US-Chemtrails könnten eine Rolle spielen, aber der menschengemachte Klimawandel, da haben sie ihre ganz starken Zweifel. Ja. Ja. Und das alles führt, das heißt, diese Skepsis gegenüber wissenschaftlichen Ergebnissen, das alles passt in dieses Schema des Anti-Elitismus sicherlich hinein. Sicherlich, ja. Ja, ganz unbestritten. Also auch, was Sie ganz zu Anfang gesagt haben, da gibt's bei uns, zwischen uns gar keinen Dissens. Meine These sollte ja auch gar nicht sein, das sind alles Populisten und deswegen sind sie auch alle gleich. Nein, natürlich stehen sie für völlig unterschiedliche Dinge. Und das, was Sie mit Gleichheit versus Ungleichheit gesagt haben, kann ich sofort unterschreiben. Das ist, aber wie gesagt, wenn wir das geklärt haben, kommen für mich erst die ganzen relevanten Fragen, weil man dann ja immer fragen würde, okay, warum hier so und warum da so? Und Entschuldigung, so nur Frage dazu. Ja. Ist die AfD auch so wie die FPÖ viel mehr eine Männerpartei? Also unter den Wählern ist es klar, klar, es ist ein deutlicher, also meine Erklärung teilweise wäre zu sagen, okay, wenn das stimmt, was zumindest die Daten, die ich mir angeschaut habe, mir sagen, dass es um eine Krise, und das erklärt ja auch diese Varianz Sachsen, Bayern, Baden-Württemberg versus dem Norden, dass es schon auch um eine Krise des deutschen Modells geht, wenn man so möchte, und dass es deswegen eigentlich Insider sind, das heißt eigentlich das klassische Arbeitermodell, was in diesem deutschen Wirtschaftsregime sozusagen prägnant, dominant gewesen ist für eine lange Zeit, was sozusagen sozialstaatlich sehr stark unter Druck geraten ist durch die Agenda, weil sozusagen die alte, über 30, 40 Jahre ja völlig hochgehaltene, heilige Statussicherung mit der Agenda über Nacht verschwunden ist. Nicht? Also wenn das stimmt, ist es nicht so weiter verwunderlich, dass es dann auch eine männliche Ausprägung gibt, weil das ja nun mal überwiegend Männer gewesen sind, sozusagen die deutsche Industriearbeiterschaft. Nicht? Also das, so, wenn wir zum Beispiel nach Osteuropa gucken, die Daten sind da schon, also da, wenn wir da eine Geschlechtsvariable sozusagen einfügen, machen sich zum Beispiel Männer und Frauen da gar keine Unterschiede. Also so, dass die Rechtspopulisten grundsätzlich immer und überall Männerparteien seien, also es ist sicherlich in vielen, vielen Bereichen. Die ganzen kulturellen Geschichten, die Sie angesprochen haben, versus, was weiß ich, gegen Männer, Gender Mainstreaming und so weiter und so fort, das ist dann alles schon eine Folge dessen, glaube ich auch. Da müssen wir aber auch immer aufpassen, vielleicht werde ich jetzt ein bisschen pedantisch oder notorisch in meinem Plädoyer, dass nicht, also uns von diesen kulturellen Kämpfen nicht immer blenden zu lassen, weil man ja schon sagen würde, okay, teilweise sind die kulturellen Kämpfe eben dann Folgen der Lagerbildung, aber diese Lagerbildung ist eigentlich selbst ein Symptom für wirtschaftliche Verwerfung, nicht? Eben Beispiel Osteuropa, sehen wir gar keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen, und das wiederum wäre nach meinem Erklärungsmodell hängt es was damit zusammen, dass die Transformationsverlierer, die eher auf dem Land leben, die sind immer sozialkonservativ eingestellt, und da unterscheiden sich Männer und Frauen nicht sonderlich voneinander. Das heißt, Sie würden sagen, dieses Mann-Frau-Gefälle ist eher mittel- und westeuropäisch. Ja. Ja. Weil Sie es angesprochen haben, kommen wir mal Moment zu Ungarn. Ja. In Ungarn ist es so, dass es eine ganz starke Befürwortung der Binnenmigration innerhalb der EU gibt, speziell nach Österreich in dem Fall. Das ist auch völlig logisch. Und gleichzeitig parallel dazu eine ganz starke Ablehnung der Migration von außen. Ja. Jetzt kann man, wir haben diese Korrelation angesprochen zwischen einem entwickelten Sozialstaat und der Zuwanderung ins Sozialsystem, die in Österreich immer wieder zitiert wird. Ja. Das trifft bei Ungarn
nicht zu in der Form, weil Ungarn ist kein wirklich entwickelter Sozialstaat. Ich würde einen anderen Aspekt hineinnehmen, ja, und der, glaube ich, ist schon auch ein Faktor. Es gibt anstelle eines entwickelten Sozialstaats gibt es in Ungarn einen entwickelten Antisemitismus. Ja. Und es gibt diesen Mythos des Ungartums, ja, der von der Regierung auch immer wieder angesprochen wird. Das heißt, es gibt in diesem rechten Populismus auch durchaus ein Element des Rassismus. Ja, völlig unzweifelhaft. Und natürlich auch des Antisemitismus, wie Sie angesprochen haben, die Anti-Soros-Kampagne, die Kampagne gegen die dezentrale Central European University in Budapest, völlig zweifelsfrei. Ja, also dieser osteuropäische Fall, können wir auch ein bisschen, müsste man auch ein bisschen länger drüber reden. Nicht, also in meinem Schema spielen vielleicht zwei Dinge eine Rolle. Die eine ist tatsächlich, dass man sagen will, okay, der Globalisierungsschock, der, wie gesagt, die These war, einmal sehen wir das, haben wir das vor kurzem als Eurokrise erlebt, einmal haben wir es vor kurzem als Flüchtlingskrise erlebt, trifft diese Länder natürlich quasi schon nach 1990. Nicht? Also, und das ist eine radikale Umwandlung dieser Gesellschaften, völlig kein Stein bleibt auf der anderen. Sie werden auch diversen neoliberalen Experimenten unterzogen. So, und das generiert tatsächlich, glaube ich, für diese Parteiensysteme relativ früh eigentlich eine neue Konstellation. Und das sind sozusagen die Gewinner dieser Öffnung, die häufig in den Städten leben, in Polen, in Warschau, sozusagen in Ungarn, in Budapest. Das sind sozusagen die neuen Eliten, die auch interessanterweise das Wirtschaftsliberale mit dem, ja, mit den universellen Menschenrechten, wenn man so möchte, verbinden. Also sie sind sozusagen liberal in beiden Dimensionen. Sie sind wirtschaftsliberal, sie sind liberal, was das Soziokulturelle angeht. Nicht? Und das, also das kreiert diese neue Konstellation Land gegen Stadt, die völlig, völlig stark ist. Hinzu kommt diese extrem starke Wanderungsbewegung. Nicht? Also die ganzen Männer sind irgendwie woanders, entweder in Österreich oder in Deutschland oder in England oder in Irland. Nicht? Die Frauen sind häufig auch woanders, weil sie pflegen. Nicht? Und das ist eine so dermaßen eine soziale Herausforderung. So. Und da bildet sich tatsächlich sowas wie das sozial-konservative Land, auch religiös. Die haben nie das Zweite Vatikanische Konzil durchleben müssen. Der Katholizismus hat noch die antisemitischen Strömungen. Der ist noch, die können überhaupt nicht verstehen, wie dieser Papst dann nach Lampedusa fährt und den Flüchtlingen die Füße küsst. Das sind doch gar keine Christen. Was machst du denn da? Du bist doch völlig verrückt geworden. Nee, also das ist ein anderer Katholizismus. Aber da würde ich auch wiederum sagen, naja, die Milieus, die da mobilisiert werden und teilweise von links, teilweise von rechts. Also wie gesagt, dann können Sie die rumänischen Sozialdemokraten nehmen oder Sie können eben Fidesz-Pisch nehmen. Die tun sich gar nicht so viel. Auch mit dem Umgang mit dem Rechtsstaat tun die sich gar nicht so viel. Vielleicht in ihrer Euroskepsis, in der Artikulierten, sind sie ein bisschen unterschiedlich. Nicht? Aber die mobilisieren eigentlich ein Land, wo eher die Transformationsverlierer sitzen. Und die wollen genau den Wohlfahrtsstaat. Den Wohlfahrtsstaat gibt es nicht. Zumindest langst nicht so wie im Westen ausgebaut, aber so eine Partei wie die Pisch-Partei führt dann dieses unheimlich populäre Kindergeld auf dem Land ein, wo irgendwie, ich glaube, das erste Kind mit 500 Euro oder sowas gefordert wird, nicht? Und das ist ein riesiger Wahlrenner, aber genau da haben wir diese neue Verbindung aus sozial-kulturell äußerst rechts, gegen EU, also spielen mit dem Antisemitismus natürlich gegen die Migranten, weil das ja Muslime sind, so. Aber interessanterweise, bei der Wahl ist das gar nicht so entscheidend. Wenn Sie Umfragen angucken, ist Migration für Sie ein Problem? Nein, natürlich ist es kein Problem, weil es keine Migranten gibt. So, die wählen tatsächlich dann eher aus ökonomischen Gründen Pisch oder Fidesz oder eben aus den Sozialkonservativen, wenn das die ländlichen Regionen sind, weil die sind dann halt für die katholische Kirche sozusagen. Ne? Mhm. Insofern ist das normale Argument,
ist in zweifacher Hinsicht nicht zutreffend. Nein, weder haben Sie einen Wohlfahrtsstaat, noch haben Sie Migration. Sie haben trotzdem Rechtspopulismus, weil Sie sozusagen Emigration, nicht Immigration haben und weil Sie eine starke Polarisierung zwischen Transformationsgewinnern und Transformationsverlierern haben und quasi Bürgerplattform in Warschau sind die Transformationsgewinner und Pisch auf dem Land sind die Transformationsverlierer. Ja. Also dieses, gut, dass Sie es angesprochen haben, die Stadt-Land-Frage, ja, spielt in dem Zusammenhang ganz bestimmt auch eine wichtige Rolle und ist, Sie haben den Terminus soziokulturell verwendet, ja, und der, meine ich, trifft es wirklich, weil in dem Fall sowohl die ökonomische Interpretation für die Ursachen zutrifft, als auch die kulturalistische Interpretation. Da, die verstärken sich wechselseitig. Ja, ja. Ja. Und schaukeln sich auf. Richtig, ja, in einer gewissen Weise. Und ich weiß nicht, ich kann das nicht beurteilen, ich kenne auch das statistische Material nicht, wie weit Fremdenfeindlichkeit in einer Region das Vorhandensein von Migranten oder von Fremden voraussetzt. Also die Erfahrung, die in der ersten Jahrhunderthälfte mit dem Antisemitismus gemacht worden ist, war eine andere. Die hat gesagt, der braucht keine Juden, der Antisemitismus. Aber der Antisemitismus ist natürlich etwas unendlich 1000 Jahre Altes. Also seit dem, ja, Beginn des zweiten Jahrtausends, ja, ist da ein Substrat angewachsen. Aber jedenfalls der Antisemitismus ohne Juden, den es auch nach dem Nationalsozialismus natürlich gegeben hat, das, ja, ist schon ein Phänomen, das unbestreitbar ist und auch ausreichend untersucht ist. Bei den Fremden, bei den Migranten weiß ich es nicht. Ja. Ja, da ist die Wissenschaft, glaube ich, sich auch nicht ganz einig. Es gibt diese Kontakttheorie, je stärker man in Kontakt kommt, desto stärker bilden sich Vorurteile ab. Aber da sind die Befunde auch wirklich, die sind nicht gar nicht so eindeutig. Also mal gibt es den Befund, mal gibt es den Befund. Ich glaube, der eine Punkt ist noch wichtig, und das würde noch mal ganz kurz diesen osteuropäischen Fall noch mal ganz kurz beleuchten. Weil, und das waren ja auch Ihre einleitenden Bemerkungen, oder da sind Sie auch mehrfach drauf zurückgekommen. Natürlich ist, wenn Sie so wollen, eine Differentia Specifica des Rechtspopulismus, ist das Fremdenfeindliche. So. Und das ist auch tatsächlich in der Literatur eigentlich als ein Unterscheidungskriterium relativ etabliert, dass man sagt, okay, wenn wir diese Parteien irgendwie charakterisieren wollen mit etwas, wenn Sie so wollen, mit einem Alleinstellungsmerkmal, dann ist es das. So. Mhm. Aber nun gibt es interessante Untersuchungen, die zeigen, das ist nicht das, was die osteuropäischen Wähler umtreibt. Also sozusagen, es gibt, wenn wir nochmal die vergleichende Studie machen, was ist der typische osteuropäische rechtspopulistische Wähler und was ist der typische, und das ist schon die Männlichkeitsform, ist für den Westen schon zutreffend, was ist der typische westeuropäische rechtspopulistische Wähler? Und da ist der interessante Befund, nein, es ist im Westen ist es tatsächlich, die Migrationsfrage schlägt sehr, sehr stark durch, im Osten gar nicht so. Und da sind es tatsächlich eher aber die solche Panik Geschichten. In Ungarn. Was meinen Sie? Die Panik in Ungarn, es könnte ja, irgendjemand zuwandern, der das reine Ungartum beschädigt. Das ist ein völliges Oberflächenphänomen. Also, so. Aber das ist ja auch interessant in Umfragen zu sehen, das treibt die Leute gar nicht um, ist auch ja real für in ihrem Umfeld, in ihrem Alltag gar ja, nichts, etwas, was sie irgendwie kennenlernen. Nicht? Und da spielen tatsächlich eher so wirklich so traditionelle Einstellungen, das ist sozialer Konservatismus, nicht? Mhm. Und das sind einfach auch, wie soll man sagen, Reservoirs, die eben da angezapft werden. Naja, Herrgott, ist halt Land, nicht Stadt. So muss man sich also auch nicht so sonderlich drüber wundern. Mhm. Zum Schluss, ich möchte noch einmal nach Österreich zurückkommen. Der Innenminister Kickl hat vor nicht sehr langer Zeit im Fernsehen gesagt, das Land brennt. Das Haus brennt, so hat er gesagt. Das Haus brennt und er sei berufen zu löschen. Und lachen Sie nicht, bitte. Er hat so gesagt.
Also das Haus brennt, er sei berufen zu löschen. Und um wirklich löschen zu können, müssen die Menschenrechte eingeschränkt werden, die nach der Meinung des Innenministers historisch sowieso überholt seien. Ja. Und jetzt gibt es die Diskussion über diese Sicherungshaft, die kommen soll in Österreich. Da muss wiederum ein Grundrecht eingeschränkt werden. Das heißt, es geht bei uns Schritt für Schritt, wenn wir es nicht verhindern können, und es wird bedrohlich. Und da hat mich dann der Tonfall irritiert, was Sie im Vorwort schreiben, ich zitiere, die Debatte ist überwiegend im Ton der Besorgnis gehalten. Zerbricht der liberale Nachkriegskonsens westlicher Demokratien? Und dann heißt es weiter unten, das öffentliche Nachdenken über die Demokratie in Zeiten des Populismus vollzieht sich nun überwiegend im Modus der vorgezogenen Grabrede. Und jetzt habe ich gesagt, ja, aber so heiter sehe ich es in Österreich allmählich nimmer. Wenn ich dazu nehme, dass der FPÖ-Chef Strache in einem Interview gesagt hat vor einiger Zeit, wenn er so regieren könnte wie Orban, das täte er gerne. Das heißt, ich meine, den Abbauprozess unserer Rechte und die Demokratiefrage, die wird sich in Österreich stellen und es ist nicht einfach eine vorgezogene Grabrede. Den Eindruck habe ich. Es schaut für die Bundesrepublik mit der AfD zurzeit noch anders aus, würde ich sagen. Aber die sind auch nicht in der Regierung und es gibt momentan auch noch keine Chance, dass sie reinkommen. Aber das haben wir in Österreich auch geglaubt einmal. Ja, das Zitat, was Sie vorgelesen haben, war gar nicht so, ich weiß nicht, wie es genau angekommen ist bei Ihnen, aber es war jetzt gar nicht so, sollte gar nichts abtun. Es war eigentlich eher eine Beobachtung, nicht? Ich meine, es bezog sich ja konkret, also wenn Sie Ziblatt, Lewitsky, How Democracies Die, David Runciman, How Democracy Ends. Mhm. Ich meine, Stephen Greenblatt schreibt ein großes Buch über den Tyrannen. Ich meine, das war ja einfach erstmal eine Beobachtung, dass wir auch also diskursiv in so einer Untergangsstimmung sind. Wie man das, ob man das nun für falsch oder für übertrieben oder exageriert oder für völlig, wie soll man sagen, gut begründet. Dazu wollte ich jetzt erstmal gar nichts sagen, sondern ich wollte eigentlich nur erstmal feststellen, dass, und das war ja auch eine meiner Einleitungsslides, warum interessieren wir uns so für den Populismus? Naja, weil doch auch die Befürchtung dahinter steht, dass er eine Gefahr für die Demokratie ist. So und das so. So, wie man das jetzt einschätzt, da müsste man wahrscheinlich noch mal ein bisschen länger drüber reden. Ich möchte vielleicht noch einen einzigen Punkt machen. Und so wie ich vorhin gesagt habe, dass eigentlich der sozusagen die Gegenüberstellung von Volk und Elite oder wie man das auch immer nennen möchte, dass das in der repräsentativen Demokratie, das ist das Arrangement. Und dass das sozusagen zu dem Verdacht führen kann, dass die Repräsentanten sich von den Repräsentierten loslöst. Das ist sozusagen eine latente Dimension der Demokratie. So, und der Punkt, den ich machen würde, ist zu sagen, na, dass die Demokratie gefährdet ist, ist eigentlich auch eine latente Dimension der Demokratie, weil die Demokratie ja immer darauf beruht, dass diejenigen, die das Spiel spielen, sich an den Spielregeln halten. Und ob sie das tun, wissen wir im Grunde genommen meistens erst retrospektiv, wenn man so will. Nicht? Also klar, wir können beobachten, Einschränkung von Rechten, was weiß ich, Einschränkung von Presserechten oder Meinungsfreiheit, Versuch, Verfassungsgerichtsbarkeit auszuhebeln. Ja, all diese Dinge sind natürlich
sind erstmal beobachtbar, aber die Frage ist ja immer, kommt es zum Bruch, nicht? Und das ist etwas, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen abstrakt universitär akademisch gesprochen, aber diese Art von Unsicherheit ist substitutiv für die Demokratie. Wir wissen es nie. Es gibt diese Äußerung, Democracy is organized uncertainty. Sie ist organisierte Unsicherheit. So, das soll jetzt nicht beschwichtigen, aber es soll nur vor Augen führen, wir können nicht denken, dass wir Demokratie ohne Unsicherheit bekommen. Das bekommen wir nicht. Sie haben recht, die Unsicherheit ist konstitutiv, das stimmt schon. Und wir alle kennen, Sie werden mir sicher zustimmen, das Gegenargument des Alarmismus. Und dieses Gegenargument soll man wirklich ernst nehmen, weil mit Alarmismus kann man sich schnell lächerlich machen. Daher sage ich auch Schritt für Schritt und ich sehe eine mögliche zukünftige, ich sage es vorsichtig, aber man muss es ernst nehmen, Bedrohung und der Unterschied. Und insofern konstitutiv hin oder her, wir haben Jahrzehnte diese Diskussion nicht geführt. Ja. Und wir hatten jahrzehntelang keinen Anlass, uns darüber den Kopf zu zerbrechen, ob unser demokratisches System gefährdet sein könnte. Ja. Wir haben uns über Tod und Teufel gestritten und viele Missstände und viele Verbesserungen und hin und her, was für Demokratien konstitutiv ist. Aber die Frage, ist das System insgesamt bedroht, die haben wir uns durch Jahrzehnte nicht gestellt. Und die Tatsache, dass Sie es hier hineinschreiben, zeigt, dass die Frage jetzt gestellt wird. Und das ist ein qualitativer Unterschied. Da haben Sie sicherlich recht. Ich möchte vielleicht eine Bemerkung anschließen, weil Sie sagen, mit Alarmismus macht man sich schnell lächerlich. Ja, das ist vielleicht so, aber das ist noch gar nicht mal das Problem. Das Problem, was ich sehe, ist, wenn wir das, einerseits müssen wir auf der Hut sein, völlig klar. Wir können uns ja nicht einlullen lassen. Wir können nicht sozusagen sagen, ach, geht schon, wird schon oder so, nicht? Also es ist eine unheimlich schwierige Balance, aber die Gefahr dessen, wenn wir die Diskussion nur noch darüber führen, ob die Demokratie eigentlich in Gefahr ist, ja oder nein, heben wir genau das, was Sie gerade gesagt haben, den Streit innerhalb der Demokratie, sofort über in einen Streit um die Demokratie. Mhm. Und damit, und das entwertet aber automatisch den Streit in der Demokratie, weil es dann ja nur noch darum geht, Demokraten versus Antidemokraten, Verfassungsfreunde versus Verfassungsfeinde. Und da kann es ja gar kein Vertun geben. Das ist ja klar, wo man steht, sozusagen. Aber damit ist ja automatisch jeglicher Sachdiskurs beendet, letztendlich. Weil dann geht es nicht mehr um, erhöhen wir diese Steuer oder senken wir diese Steuer, verteilen wir hier oder da oder wie auch immer, sondern es wird sofort einer, auf welcher Seite steht man, für oder gegen, so, nicht? Und das ist, glaube ich, und das ist die Gefahr der Demokratie, glaube ich, also, und das ist auch inhärent, wenn Sie so wollen, dadurch, dass wir, dass zur Demokratie die Unsicherheit gehört, gehört ja auch immer die Unsicherheit über die Demokratie und damit ist immer latent die Möglichkeit, dass wir nicht mehr den Streit innerhalb der demokratischen Spielregeln führen, sondern darüber sie führen. Verletzt der eine sie, verletzt der andere sie nicht. Aber das hebt, das entpolitisiert in gewisser Weise, nicht? Und das ist irgendwie auch eine fatale. Also es ist gerade nicht nur, der Punkt wäre zu sagen, es ist nicht nur, dass man sich lächerlich machen kann, sondern es ist eigentlich auch selbst eine, ja, es ist vielleicht ein bisschen paradox formuliert, aber der Diskurs über die Verteidigung der Politik kann die Demokratie gefährden. Das wäre der Punkt. Ich danke Ihnen für das Gespräch und ich danke Ihnen für Ihr Interesse.